Ganz herzlich Hi. willkommen. Hallo. Wir freuen uns so sehr, dass wir dir heute unseren wundervollen Online-Kurs präsentieren dürfen, Cosmic Dance of Creation. Ich bin Stefanie und Ich bin Boris. Hi. Lulu. Cosmic Dance of Creation, dein interaktiver Online-Manifestationskurs vom 1. Mai bis zum 30. Juni 2021. Steigere deine Kreativität und Manifestationskraft durch die Verbindung und Balance von weiblicher und männlicher Energie. Boris und ich laden dich ganz herzlich ein, mit uns gemeinsam den Cosmic Dance of Creation zu tanzen. Im achtwöchigen Online-Kurs in 6 Modulen dreht sich alles um die weibliche und männliche Energie, die wir in Balance und Harmonie bringen, um unsere Kreativität und Manifestationskraft zu steigern. Dich erwarten mystische Erfahrungen kombiniert mit praktischer Anwendung in einer ausgewogenen Choreografie auf allen Ebenen des Seins. Dürfen wir bitten? Ja, lieber Boris, wir haben ja uns inspirieren lassen und diesen wundervollen Kurs zusammengestellt und möchten den jetzt einfach noch mal ein bisschen mehr erläutern. Vielleicht steigen wir mal ein damit, warum es gerade jetzt so wichtig ist, diese weiblichen und männlichen Energien in uns selber wahrzunehmen und dann auch zu balancieren. Ich habe festgestellt, dass in letzter Zeit das Bedürfnis hochkommt und auch andauern wird, dass die Menschen irgendwie neue Arten finden, zusammenzuleben. Ich meine, es ist jetzt klar, viele müssen von zu Hause aus irgendwie arbeiten oder sehen sich nur über Video. Aber ich denke, es wird sich auch generell wandeln, dass man sich überlegt, mit wem möchte ich wie zusammenleben und welche gemeinsamen Werte haben wir und wie gestalten wir kreative, produktive Beziehungen und Gemeinschaften, die uns als gemeinsam sowohl materiellen als auch spirituellen Wohlstand auf allen Ebenen ermöglichen. Und dafür jeder mit den weiblichen und männlichen Energien, die er in sich hat, in Harmonie ist, weil ja das Außen spiegelt ja immer das wider, wie wir uns im Innen fühlen. Ja, das heißt, wenn ich mit meiner inneren Frau und meinem inneren Mann und meinem inneren Kind gut kann, wenn das eine Happy Family in mir ist. Die kosmische Familie. Genau, die in jedem ist, und dann können wir die auch im Außen manifestieren. Das heißt, dann manifestiert die sich eigentlich von alleine. Also dann muss ich mich auch nicht mehr wirklich anstrengen, um harmonische Beziehungen zu haben, sondern die kommen von alleine auf mich zu dann. Und deswegen machen wir den Workshop, dass jeder in sich diese Energien spüren kann, sich mit ihnen vertragen kann, sie in Harmonie bringen kann. Und wir machen die Arbeit sozusagen in uns drinnen und lassen dann das im Außen manifestieren. Das ist ja auch so unsere, vielleicht nicht unbedingt gemeinsam, aber jeder von uns hat ja diese Vision, dass er gerne in einer Community leben möchte, eben wie du es schon so schön beschrieben hast. Und ich weiß das von ganz vielen Menschen, die in meiner Community sind, also jetzt in meiner Online-Community, das auch ein Traum ist, wirklich so mit Menschen zusammenzuleben, die gleichgesinnt sind, die auf einer Ebene schwingen, auf einer energetischen Ebene, wo man sich wirklich auch bereichert, wo man sich gegenseitig unterstützt. Und wo man tatsächlich auch, wie du es gesagt hast, in einer Fülle auf allen Ebenen sich befindet. Und das darf sich jetzt zeigen. Und ich glaube, wichtig ist auch noch zu sagen, dass mit Beziehung sowohl eine partnerschaftliche Beziehung gemeint ist, als auch, wir haben ja zu allem eine Beziehung, ob das jetzt zu einem Geschäftspartner ist. Wir haben auch eine Beziehung zu unseren Kindern, zu unseren Haustieren, zu unserem Haus, zu unserem Umfeld, zum Geld, zu der Gesundheit. Alles ist ja eine Art von Beziehung als ein energetischer Austausch. Ja, genau. Ein Lehrer von mir hat mal gesagt, wenn man die
Zum Beispiel als Mann alle Frauen hasst, nur weil man sitzen gelassen worden ist. Wie will man jemals sich spirituell entwickeln, wenn man die Hälfte der Menschheit nicht leiden kann? Also, Ja, das stimmt. Das ist nicht das so geht irgendwie geschickt. nicht. Und es trifft aber tatsächlich auf jeden zu, weil wir haben ja, jeder hat männliche und weibliche Anteile in sich. Die Frauen halt ein bisschen mehr weibliche, die Männer ein bisschen mehr männliche. Und trotzdem heißt das, wenn ich einen von diesen nicht leiden kann, wegen einer Ex-Freundin, wegen einem Ex-Freund, vielleicht auch wegen meinen Eltern, weil da ein Elternteil, mit dem ich mich nicht gut verstanden habe, halt mir so das ein bisschen verwurstelt hat, die Beziehung. Und dann merke ich das mit jedem Menschen, egal ob Männlein oder Weiblein, dass da irgendwo was hakt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir halt auch wirklich beide Anteile in uns, ich sag mal, klären und harmonisch machen. Das ist ja dann auch die Basis für ein bewusstes Manifestieren, ne? Also kreieren im Sinne von, dass man aus der energetischen Ebene was in die materielle Ebene bringt. Dafür brauchst du aber auch diese weibliche Energie, diesen Impuls, diese Inspiration und dann auch zumindest aktuell noch auch eine männliche Handlung. Vielleicht wird es irgendwann nicht mehr so sein, aber aktuell ist es so, dass da auch in einem Schaffensprozess auch beide Energien ja zusammenfließen müssen. Ja, ich denke, das brauchst du auf jeden Fall. Das brauchst du auch immer, nur dass die männliche Handlung momentan oft forciert wird, ohne dass der Raum dafür da ist. Und das Wichtige ist, dass die weibliche Energie gibt den Raum und die männliche Energie gibt dann sozusagen den Funken und die Handlung rein und dass sich das Kind dann in diesem Raum entwickeln kann. Ich meine, es ist tatsächlich energetisch genauso, wie es auch biologisch funktioniert. Es ist kein Zufall, dass die Biologie so ist, wie sie ist. Und energetisch funktioniert es prinzipiell ganz genauso. Und das werden wir in dem Kurs ausgiebig erläutern und üben. Ja, also wir werden auch Übungen bereitstellen, dass jeder die Energien einzeln in sich fühlen kann und auch dann zusammenbringen kann und dann wirklich auch praktisch in seinem Leben umsetzen kann. Und wir haben auch diese, ja, das möchte ich nochmal rausstreichen, das auch so als die Zeitqualität jetzt zu empfunden, dass es jetzt super wichtig ist, genau jetzt diese Energien wirklich in Balance zu bringen, um auch dann was Neues kreieren zu können, also wirklich auch inspiriert kreieren zu können. Und deswegen laden wir dich ein, sehr gern an diesem Online-Kurs teilzunehmen, weil das einfach super, super wichtig ist. Das ist eigentlich so die Basis von allem aktuell. Auch von, wenn wir jetzt, ich sage ja immer, wir möchten eine neue Erde kreieren. Vielleicht klingt das ein bisschen abgehoben, aber es ist tatsächlich, wenn wir was Neues kreieren wollen, was noch nie da gewesen ist, dann braucht es auch ein neues Bewusstsein und auch einen neuen Raum energetisch und auch eine neue Energiefrequenz. Und das werden wir, dazu werden wir die Basis legen in diesem Kurs. Ja, also ich denke auch, man kann nicht die alten Systeme umbauen. Wir können einfach nur was Neues erschaffen und die alten Systeme wegfallen lassen. Und deswegen üben wir das auch in der Community, in dem Kurs. Also wir haben da auch einen schönen Online-Raum, in dem wir uns treffen, unterhalten und austauschen können. Und da werden wir quasi praktisch das schon mal üben, eine neue Community aufzubauen, wie das dann auch im realen Leben, also es ist ja auch Sein real, aber es ist halt könnte. noch online, ja, dann auch später funktionieren wird, wenn dann sich die Leute irgendwie auf der Welt auch irgendwie neu ordnen, neue Orte ziehen vielleicht, wo dann alles besser zusammenpasst. Momentan müssen wir es noch online machen, aber das ist ja energetisch egal, wo man sitzt. Ja, und ja, also ich freue mich sehr drauf Ich und freue bin mich auch wirklich. sehr drauf. Wir fangen am 1. Mai an und eigentlich sind es 8 Wochen, die wir für diesen Kurs bereitgestellt haben, aber die ersten 2 Wochen sind so ankommen, sich zurechtfinden in diesem energetischen Raum, auch in diesem Online-Raum, den wir kreiert haben, auch ganz ja, faktisch mal zu sehen, wie funktioniert das überhaupt, wie kann ich vielleicht Kommentare schreiben und so weiter. So ein Eingewöhnen energetisch und
physisch. Das ist auch ein Und gewisses Zuhause ankommen, ja. genau. Und dann starten wir diesen 6-wöchigen Kurs mit diesen 6 Genau. Und Modulen. ich denke, wir lassen vielleicht auch danach noch die Plattform noch 1, 2 Wochen offen, dann können sich alle noch ein bisschen austauschen hinterher. Und aber das ist dann eben beliebig, weil es ist ja online, jeder kann rein, wann er will. Und ich komme ja aus der IT und bin da noch ein bisschen nerdig unterwegs. Das heißt, wir werden ja auch was schöne Tools zur Verfügung stellen, mit denen das dann auch wunderbar funktioniert. Ja, wunderbar. Und was erwartet dich bei dem Cosmic Dance of Creation, also bei den einzelnen Modulen pro Woche? Wir haben ja 6 Module zu verschiedenen Themen und in jedem Modul wird es Übungen geben für euch, die ihr zu Hause ausführen könnt, mit verschiedenen Optionen. Also ihr müsst da nicht alles machen. Vielleicht habt ihr auch eigene Ideen, was ihr machen könnt, was passend dazu ist. Und was ihr so erlebt habt in diesen Übungen, könnt ihr sehr gerne im Forum teilen und euch austauschen, weil es ist auch oft sehr hilfreich und inspirierend, mal zu lesen, wie haben die anderen das erfahren. Was wir auch anbieten werden, sind Energy Sessions pro Modul. Bei mir sind die dann meistens remote, da sitzt jeder bei sich auf der Couch und ohne irgendwie Online-Kontakt. Und Stefanie wird das eine oder andere Channeling auch machen. Vielleicht ist es auch eine Energieübertragung, eine Remote-Energieübertragung oder auch Channelings. Das wird sich noch zeigen. Wir lassen uns inspirieren und wir gehen auch mit diesem Flow und mit der Energie der Gruppe und passen das dementsprechend dann auch an. Auf alle Fälle aber, ja, Channelings, Energieübertragung meinerseits auch. Und dann werden wir noch das eine oder andere Online-Seminar über Zoom machen, dass wir uns austauschen können, auch direkt mal mit euch die Fragen beantworten könnt und von uns auch die eine oder andere Info noch reingeben können. Insgesamt wird es sehr interaktiv werden und sehr vielfältig, also Arbeit auf allen Ebenen, energetisch bis wirklich physisch. Praktisch, Also physisch. wir unterhalten uns auch teilweise über Holzhacken. Das finde Und ich so spannend mit dem Holzhacken. mal schauen, ob das obligatorisch wird oder nicht. Aber das sehen wir dann. Genau, das werden so die Inhalte sein. Und das erwartet euch dann in jedem dieser Module eben zu männlicher Energie, weiblicher Energie, Inner Child Energien. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, Männer und Frauen, alle laden wir ein, ganz, ganz herzlich zu diesem wundervollen Online-Workshop Cosmic Dance of Creation. Wenn du dich angesprochen fühlst, dann melde dich gerne noch an. Falls du Fragen hast, kannst du uns die entweder unter dem Video in den Kommentaren dalassen oder auch uns eine E-Mail schicken. Unter dem Video findest du alle Links und auch unsere E-Mail-Adressen. Dann freue ich mich auf deine Anmeldung und deine Fragen und wir sehen uns im Mai, würde ich sagen. Wundervoll, ich freue mich genauso. Dann bis zum 1. Mai. Ciao. Ciao.